Leute, was geht? Es ist gerade keine Ahnung, wie viel los ist. Also lasst uns zocken. Wir zocken heute weiter mit Let's Creeps the Forest. Und ja, beim letzten Part haben wir aufgehört, wo wir die Ureinwohner getötet haben. Zwei Stück von denen und der dritte ist ja leider abgehauen. Aber jetzt bauen wir kurz uns da dieses Abschreckteil für die... Ah, da ist ein Arm. Für die Ureinwohner, damit die dann uns nicht wieder verfolgen. Ich höre was. Das ist einfach nur. Oha. Habe ich schon fast was drin oder? Oh. Ich hoffe mal, der Kopf verschwindet jetzt nicht. Ammo haben wir jetzt auch, also Rüstung. Nur dann würde ich sagen, wir bauen uns hier so ein kleines, schönes Dörfchen auf. Jetzt brauche ich noch einen Kopf. Der eine Kopf ist ja da hinten irgendwo am Rumrollen. Ah, das war ein... Oh, ich habe mich gerade voll erschrocken durch den Vogel da. Hallo, Kopf? Wo bist denn du? Schnell, Mollys. Komm. Einfach eine ganze Horde von denen. Komm. Ja, ich verpiss mich doch schon. Komm. Wieso kommen die jetzt uns nicht näher? Ich brauch den Kopf, danke. Ohne Spaß, ey, wie viele von denen hier einfach mal langkommen, ey. Wir haben einen scheiß Spot ausgesucht, ey. Oh. Zehntausend von diesen Arschkriechern, ey. Alles gut und schön, dass wir so viele Sachen finden, aber 10.000 von diesen Viechern, ey, das halte ich langsam nicht mehr aus.
Die haben jetzt zwar sehr viele umgelegt, aber was bringt uns das? Ist alles gut. Ah, ist wenigstens gut, dass hier sehr viele Sachen angespielt werden. Und der Tennisball erregt mich auf. Wenn jetzt wieder angespielt wird, ne? Komm, heb die Sticks auf. Ne, das sind... Dann gehen wir wieder zurück. Wir haben jetzt drei Sticks, die wir brauchen, um unser Abschreckteil-Scheiß-Ding zu bauen. Weil hier laufen ja wirklich relativ viele von den Patrouillen rum. Zum Glück haben wir uns nicht da oben hingebaut, ey. Die wären ja 10.000 Mal lang gelaufen. Und irgendwann müssen die doch alle tot sein. Oder nicht? Und das nächste bauen wir hier dann hin. Hier mittendrin so ein richtig fettes Teil. Ja, wie viel Arm ich da einfach bei hatte. Was sehen wir da? Einfach mal weitere Typen von denen. Molly's for the win und so. Molly's for the win und so. Nein, was habe ich denn gemacht? Einfach mal ins Wasser verschwinden. Hoffentlich können die nicht schwimmen. Ja, im Wasser können wir einfach mal bauen. Das ist gut, solange wir ins Wasser bauen können, das ist alles in Ordnung. Bauen wir mal ein paar Mollys vor, haben wir ja genügend eigentlich, oder? Ja, 18 von den Teilen. Wasser brennt seit neuestem. Oha, das ist mal ein ganzer Haufen, ey. Du Scheiß! Komm her, komm! Komm, putt! Komm! Komm!
Skilli einfach aushält, ey. Die steht da seelenruhig einfach mal rum. Als wäre nie im Leben was passiert. Wenn ihr was passieren würde, wären die ja tot und das wäre ja nicht so toll. Ich hoffe mal, der Kopf. Kopf, bitte bleib hier. Der verschwindet. Die steht da immer noch wie angewurzelt. Jetzt hänge ich hier wieder fest. Die steht da immer noch. Ich glaub's nicht. Und in der Zeit, wo die da steht, konnten wir hier in Seelen ruhig kurz die... Komm her. Ja, komm. Komm. Oh mein Gott, ey. Ich höre die ganze Zeit irgendwo von woanders Schritte. Und die lebt immer noch. Ich muss warten, bis sie aufsteht, weil sonst, wenn ich die jetzt schlage, werde ich hundertprozentig von der wieder attackiert, wenn ich sie schlage. Mega Trick, ey. Komm. Ach da. Jetzt fehlen nur noch 4 Köpfe. Acht Sticks fehlen auch noch. 4 Köpfe. Wo kriegen wir 4 Köpfe hier? Da liegt noch ein Kopf. Dann brauchen wir nur noch 3 Köpfe. Und 8 Sticks. Natürlich. Schönes Massaker hier. Muss ich ehrlich sagen, wir sind einfach gut dabei in
Ureinwohner zu töten. Kopf, Kopf. So, dann fehlen uns nur noch zwei Köpfe. Dann haben wir das ja auch gleich schon fertig, ey. Was ist los? Wir müssen etwas essen. Das reicht fürs Erste. Wir müssen gleich noch irgendwo Hase oder diesen komischen Dinger da finden. Keine Ahnung, was das ist. Hier ist auch noch ein Tod. Und das war das letzte, die letzten zwei Köpfe. Und da kriege ich von einem so einen Typen zwei Köpfe. Das ist doch einfach prima. Also manche Bugs sind einfach gut, die man hier kriegt. Also die man hier hat. Fehlen nur noch, wie gesagt, 8 Sticks. Und das ist immer das Schwierigste zu finden. Diese Sticks. Okay, schwierig nicht unbedingt. Nur hier liegen sehr viele Leichenteile rum. Das könnten wir direkt noch in so einen Turm. Oh, fuck. Oh, fuck. Noch mehr von diesen scheiß Arschlöchern, ey. Komm. Einfach mal mehr Mollys machen. Die verschwunden. Ja, es ist gut, weil wir müssen hier. Ein paar Sticks holen. Und noch ein Stick. Ach, gut, 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 gut. Und jetzt schnell weg hier. Einfach schnell weg, 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 weg. Und dann hoffen wir wirklich mal, can't carry anymore. So. Das schöne Teil haben wir jetzt auch gebaut. Also, muss ich schon ehrlich sagen, das für die zweite Runde läuft es eigentlich richtig gut für uns. Da, oh, wie geil, Regenbogen. Geil. Ist er weg. Ah, sieht einfach mal geil aus, der Regenbogen. So, dann gucken wir, was wir noch bauen können. Können wir hier noch vielleicht was? Nö. So, das haben wir gebaut. Fire können wir jetzt nichts anderes, außer dieses Standing Fire und Fire Pit. Dann Lockholder. Basic Wall, Defense Wall, Wall with Window, Wall with Door, Stairs, Platform. Würde ich sagen, wir bauen hier ein schönes Haus hin, ne? Natürlich, wir bauen hier ein schönes Haus hin. Einfach mal so hier. So. 82. 82 Loks.
Aber es ist gut, dass wir das immer wieder anzünden können, dass es nicht weggeht. Nur uns darf jetzt keiner mehr von diesen komischen Viechern da begegnen, sonst sind wir geliefert, weil so viel Alk haben jetzt auch nicht mehr da. Für zigtausend Mollys. Es wird lange dauern, um das Haus fertig zu bauen. Wir brauchen nämlich 82 und wir haben gerade mal 4. Und das ist einfach nur hungry, find something to eat. Okay. Oh Mann, das wird lustig, das wird lustig. Aber wie viele wir von diesen komischen Ureinwohnern einfach mal so gekillt haben, das war einfach nur grandios, muss man sagen. Einfach nur Bombe. Bombe. Da ich das jetzt erstmal so richtig anspiele, jetzt gerade, bin ich eigentlich schon recht gut. Das ist halt hier, ich bin halt geborener Zocker, ne? Ich kann das alles. Ein geborener Zocker muss das können. Ist einfach so. Wir haben schon mal 4. Von 82. Ach du Scheiße. Aber so wie es aussieht, wird es glaube ich langsam Nacht. Ich glaube, wenn es Nacht ist, könnten wir uns langsam schlafen legen. Das zünden wir nochmal kurz an. Was besseres zu essen? Nee, wir haben nur vielleicht 32. 13. 3 Dosen, eine Taschenlampe, Mollys haben wir auch noch ein paar. Geld haben wir 11. Und es ist jetzt nachts geworden. Könnten wir uns so gesehen jetzt pennen legen. Ein kleines Nickerchen schadet ja nie. Ohne. Oh, ich gucke gerade auf meinen Timer. Wir haben jetzt schon insgesamt 23 Minuten und ich würde mal sagen, das war's dann für diese Folge, für das kleine Massaker, was wir hier geliefert haben. Direkt erstmal unsere zwei Abscheuchdinger da gebaut, keine Ahnung, was das ist, aber ich finde, es ist einfach gut gelungen, diese Runde. Wie gesagt, diese Folge, dann bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute, und viel Spaß bei allen anderen Let's Plays von mir. Ciao.